Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 zusammen mit Lars. Hallo. Mit Martin. Hallo. Und mit Killer. Hallo. Schau, dann laden wir die letzten Ballen auf und wir sagen nicht, welche die bessere Seite ist, weil die bessere Seite ist einfach meine. Das gibt's nicht, dass da irgendwer was anderes behauptet. So, Lars ist ja auch der Meinung, dass meine besser ist. Nein, der Lars hat einfach vom Ballenstapeln so viel, weiß nicht, so Ahnung wie ein Blinder von Farben halt. Okay. Markus kann bloß nicht verlieren, das ist die Sache. Oh, sicher kann ich verlieren. Aber meine ist einfach die bessere Seite. Schaut euch die Seite einfach an. Die schaut doch viel schöner aus. Am besten, ich schreibe es in die Kommentare. Ja, welches ich besser finde. Halt, schreibt es in die Kommentare, ob sie die Seite besser findet, wo ich jetzt gerade bin, oder die andere Seite. Halt, wo ich mir in die Holland gerade gestanden bin, aufgeladen habe, oder die andere Seite. Ich zeig's euch am Schluss nachher noch einmal, wenn wir fertig aufgeladen haben. Jetzt mache ich geschwind die andere Seite einfach im Arsch. Leg irgendwann den Ballen komplett schief drauf oder sonst was. Ja, aber nur die untere Reihe bewahren. Nein, alle. Reihe kann nur so gut sein, wie die obere nachher drauflegen kannst. Und wenn die untere Reihe schief liegt, dass die oberen Ballen auch alle schief liegen, na, dann kann ich nicht die unterste Reihe nur bewerten. Naja, du, wenn du sie extra jetzt schlecht drauf legst auf meiner ich Seite, ich leg's dann schlecht drauf. Ich leg's so drauf, wie's geht. Mir gefällt sogar der Ballen jetzt nicht bei mir, der letzte, deswegen habe ich ihn noch einmal runtergenommen. Na, jetzt fliegt der unterste Ballen runter, oder was? Komm. Ah, das war jetzt wieder. Das ist typische Les mit den Drücken. Ich lasse den so. Perfekt. So, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Chain und den einen Ballen, den der Martin dort irgendwo runtergehaut hat und Fußball gespielt hat damit. Ich hab gar nicht. Ich weiß auch jetzt halt, ich weiß nicht, ob sich noch erinnern könnt, wir haben ja damals vor, keine Ahnung jetzt, einem Jahr, eineinhalb Jahren so circa, ein Jahr, voriges Sommer war es, Olympische Spiele, oder? Keine Ahnung. Glaube ich. Weiß ich nicht. Da haben wir auch die Olympischen, nein, Fußball-WM war, oder? Sicher, Fußball war WM war im letztes Jahr. Genau, um die Zeit. Und da haben wir ja irgendwann im Sommer auch, hat der Doktor die Idee gehabt, halt der Dr. X, der nimmer auf YouTube jetzt nichts mehr macht, sondern nur mehr beim Harald streamt, so eine, die Farm Olympics zu machen. Ich weiß nicht, ob kenn ich. Ob da, wer es von euch kennt, ich glaube der Lars, du Martin kennst, weiß nicht, Killer, kennst du es auch? Nein. Sagt das gar nichts. Das war eigentlich ziemlich geil, das Event, halt wir haben da so verschiedene Wettbewerbe im LS 13 damals 13. gemacht. Halt vom, was war das, das Schlimmste war glaube ich, Radlader Wrestling. Nein, ja, Radlader Wrestling. Das fand ich am besten. Da haben wir so lange gemacht, entweder raushauen aus dem sozusagen aus dem Gebiet dort, wo das abgesperrt war, oder auf den Rücken drehen. Und das war so lustig eigentlich und ich kann mir das eigentlich gut für den 15 auch wieder vorstellen. Weil das war mörderlustig. Ja. Es hat zwar ein paar Leute gegeben, die es nicht so lustig gefunden haben nachher, die eher die was verloren haben, muss man sagen. Weil man hat das halt gemerkt beim McManus und beim Sachsen. Die haben nicht so cool gefunden. War auch ein Livestream, den nachher ein paar aufgezeichnet haben. Ja. Direkt. Und das war schon eigentlich ganz eine geile Idee. Das hat aber auch ewig gedauert. Da haben wir auch, weiß nicht, 6 Stunden, glaube ich, dieses Event haben wir das gehabt oder so. Fast. Lang, ja, aber war schon lange. Auf jeden Fall. War, wie lange jetzt genau, keine Ahnung. War aber extrem lustig. Was haben wir denn gehabt? Wir haben gehabt, Radlader Wrestling, dann haben wir gehabt. Ich glaube Fußball mit Ballen. Na, Fußball oder? Ist nicht kommen. Nee? Fußball haben wir nicht mehr reingenommen, weil es das nicht funktioniert, halt, weil er kein Tor bekommen hat, kein richtiges oder so. Wir haben das komische Race gehabt mit den was haben wir denn da für Fahrzeuge gehabt? War das Profi? Na, das war irgendwas Schnelleres. Doch, wir hatten was mit Profi-Hopper, war glaube ich was dabei in so einer komischen Rennbahn, glaube ich. War das so mit Profi-Hoppern? Da haben wir so eine Rennbahn mit Kollision aufgestellt, dann war das vielleicht die Profi-Hopper. Das war so geil. Glaube. Dann war noch Palettenfahren mit Weidemann. Ach ja. Das war Horror, bist du deppert. Wo wir davor nachgeschaut haben, wie der einfachere Weg ist. Halt, wer das sehen will,
Schaut sich am besten bei mir im Kanal noch einmal einfach Farm Olympics suchen. Da gibt es eine eigene Playlist dazu. Ist im Endeffekt ein LS-Bild mit blauer Schrift. Und ja, Farm Olympics steht drauf. Sollte man relativ einfach finden, die Playlist. Und schaut sich das mal an, das war Mörder extrem geil. Weil das, ich habe so viel tot gelacht die ganze Zeit. So wie viele Ballen habe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht sich aus und der eine Ballen, den haben wir nachher. Dann haben wir die in die Mitte drauf mehr. Ich hoffe, ich kann dann in die dritte Lage noch drauflegen. Ohne dass. Ich hoffe, die rutschen nachher nicht runter. So, ich fahre in die Ballen vorsichtig mit Lenkrad. Nein, es geht mir jetzt, ich weiß nur nicht, ob sich die runterrutschen, die oberste Lage. Wenn ich meinst du, ob die nicht mehr attached werden? Ob die nicht attached werden, das meine ich, ja. Ja, kannst ja noch mit F5 nachgucken eigentlich. Was? Ah, dann hast du, ja, mit, dann siehst du, was attached ist, aber dann hast du keinen dann hast du aber keine GPS-Linien mehr. Denk dran. Musst du wissen, ob du unbedingt GPS-Linien willst. Der eine Ballen ist da jetzt Arsch. Die bewegen sich jetzt schon langsam auf den Anhänger. Ich schieb den wieder rein, ich probier das aus. Weil ich sehe gleich alles runterfliegen. Schieb und drück nicht so viel wieder rein, das war auch mein Fehler. Dann rutschen die ein bisschen seitlich und verschieben sich. Die haben sich komplett jetzt schon verbockt. Meine Seite schaut jetzt wirklich katastrophal. Aber das sind mehr als. Scheiße, das sind noch ein paar mehr Ballen. Da hätte ich's. Müsste ich links, rechts aufladen natürlich. Nicht links, rechts. Ich glaube, ich kann oben nur in der Mitte eines rauflegen, aber schaut nicht so aus. Beim Anfang zu grubbern oder wolltest du jetzt Mist machen? Mist machen, aber du kannst ruhig auf den zwei oberen Feldern, die ich schon gegült habe, die ersten zwei Parts, dort raufhauen. Ja, grubbern. Ja, mal wieder grubbern. Du kannst gerne auch Ballen fertig machen. Ach nö, bevor es heißt, ich mach's wieder blöd, nee, mach halt, du mal ruhig. Die sind nämlich echt. Lach dich aus. Scheiße. Lach dich noch aus nachher, ich ahne es. Ja, das kannst du vergessen, die dritte Lage. Ja, da kannst du immer dagegen drücken. Nein, du kannst es nicht. Na, du kannst es nicht. Ja, du kannst es einfach nicht. Ja. Komm, Martin, und wehe, du bladest jetzt alle Ballen hier auf, was da noch liegen. Aber alle auf den einen Anhänger. Warum ich? Und wehe, du schaffst es nicht. So. Ich muss grubbern. Mhm, ich muss auch. So, ich muss mir jetzt in Telelader holen. Hol mir da mal vom Händler die nicht die Schaufel, sondern den Mistgabel ab. Die Schaufel habe ich eh da. Die Schaufel legen wir jetzt mal. Das Telelade-Equipment haben wir direkt neben Güllezeug hin. Halt neben der Güllegrube kommen die Telelade-Equipment-Schaufeln hin. Die anderen müssen wir sich einen anderen Platz suchen. Weil das nervt sonst, wenn man die immer durcheinander suchen muss, nachher welche sind, ganz genau. Martin, bist du schon am Stapeln? Nö. Aber ich habe da extra rennen lassen. Motor. Musst du schnell reinhüpfen und weitermachen. Nee. Oh ja. Weil sonst fliegen bald die Ballen selber vom Anhänger runter. Na, du hast gestapelt. Nein. Ich habe nichts gemacht. Die rutschen gerade nur wie wahnsinnig. Na, bitte lad fertig. Wenn du schon willst. Du hast eh nichts zu tun gerade. Na doch, grubbern. Nein, du wolltest nicht grubbern. Habe ich nicht gesagt. Doch, du schon wieder grubbern, hat er gerade gesagt. Das haben alle gehört, das haben, weiß nicht, das schauen den das Bart, schauen sich jetzt zu. 500 Leute sehe ich jetzt hier gern. Und jetzt kannst du ruhig die Ballen machen, die restlichen. Ja, ich gebe auch zu, dass ich gesagt habe, schon wieder grubbern. Ich habe nicht gesagt, nein, ich möchte nicht grubbern. Ja. Komm, mach das schön. Ja, warte. Weil sonst muss ich mit dem Telelader vorbeikommen. Und die Ballen nachher mit dem Mistgabel aufladen. Einfach raufschupfen, so pfft. Nehmen, greifen, zack, raufhauen, von oben drauf, 20 Meter runterfallen lassen. Dann funktioniert das einwandfrei sicher. So, wo ist jetzt die? Das müsste die Mistgabel sein da vorne, normalerweise. Ich hoffe, die richtige. Ich hoffe, das ist die richtige. Ja, das ist die richtige. Weil dann kann ich jetzt gleich mal den kleinen Miststreuer voll machen.
dass man sich... Ach du Scheiße. Ja, ich tät's nimmer, ich tät einfach wegfahren und wir laden's ab. Ich steig ein in den New Holland, guck, was passiert. Ich hab mich nicht bewegt. Nein. Das sag nicht, die Ballen sind jetzt weggehupft. Der New Holland ist extra weggestanden vom Anhänger. Ich fahr jetzt... Das Problem ist, dass die da schon herumwackeln wieder. Ach du Sch... Also funktioniert es noch immer nicht. Kann man ganz einfach sagen, sobald so viele 3D-Elemente in der Nähe sind, fangt das Zeug einfach sowas von ins Herumwackeln an. Wo wolltest du jetzt die blöden Ballen hin haben? Irgendwo im Kuhhof. Kuhhof, okay. Einfach zum Kuhhof. Du wolltest durch den Kuhhof. Was? Durch den Stall da. Ja, ich weiß noch nicht, ob man es rein... Hab ich ja total vergessen. Wieso? Mit fahren. Na, fahr einfach. Das wackelt hinten nur, die sind ganz fix drauf bei mir. Fahr einfach. Ganz fix, ja? Ja, die sind ganz fix drauf, ja? Ich hab's in der Kamera gerade. Fahr einfach. Denk nicht daran, was hinter dir passiert. Fahr einfach. Ich rolle nur, ich gebe kein Gas. So, ich würde jetzt mal Mist verladen. Du kannst voll Gas geben da. Gleich durchbrettern. Ich mach keinen Wurscht. Donner mach gleich ich. Kippt der um und alles fällt runter. Ja. Aha, wackel. Ist es eklig, ob er heil ankommt? Gott. Diese Visale glitschen. Ja, das ist das Blöde beim Multiplayer. Und auch auf dem Daddy-Server schauen die angeblich so aus. Bist du deppert, sind die schon herumgeflogen. Warte mal, schauen wir sich gleich am Platz. Halle können wir vergessen, nämlich. Bleib gleich ganz langsam in Bewegung, fahr mit der 1er können wir weiter. Also einer ist wieder weg, ja. Was ist, wenn wir es da hinter der Halle? Obwohl, da wollen wir irgendeinen Forst machen. Ich weiß nicht. Weiter reinfahren brauchen wir es nicht, das ist zu umständlich. Fahr mal auf die andere Seite rüber. Komplett vom Kuhhof. Ich hüpfe da gerade ein bisschen über die Zäune. Da wäre nämlich auch noch eine Unterstandshalle. Wenn man es außerhalb von der Unterstandshalle auf die Hinterseite von der Halle, da ist Wiesefläche, die ist relativ gerade. Komm rüber einfach. Da fahr jetzt in die Wiese gleich rein gerade. Und dann stapeln wir es da auf der Hinterseite von der Wand auf, halt von der Halle. Am besten. Direkt in die Wiese. Weißt du, wie ich meine ungefähr? Ja, so. Hier auch so hinstapeln letztendlich. Genau, so wie es da ist, bis es jetzt hast, einfach auf die Wand. Nur so hoch wie möglich. Halt am besten jetzt mal anfangen mit dem Telelader. Der Lars kommt jetzt nachschauen, ob wir es eh richtig machen. Ja, Telelader ist ja bis jetzt wegen Mistbefehl. Ja, aber jetzt fangen wir mal an mit dem Frontlader und dann gehen wir noch eine dritte Reihe oder sowas rauf. Halt jetzt brauche ich ja mal Mist befüllen, das auf jeden Fall. Bevor wir mal was anderes machen. Und, passt der Platz? Ich denke doch. Danke, Chef. Obwohl Chef ist ja eigentlich der Max. Stimmt, da war ja was. Wie mache ich mich jetzt am besten weiter nützlich? Was hast du denn gerade gemacht? Ich habe gerade noch den Rest Fahrzeuge weggefahren und so Zuppel, alles was noch anfiel. Oh, am besten ist, wenn Roman. Du... Weil ich schon Roman war. Feld 1 und Feld 10. Ist jetzt ein kleines Feld gedroschen? Am Hof die ganzen sind, glaube ich, jetzt schon, oder? 20. Weil dann fahre ich... Ich will nämlich jetzt nur ein kleines Feld mit den kleinen Mischstreuer, weil das ist sonst... Ja... Ein bisschen heftig. Mit der Zeit. Beziehungsweise ich weiß nicht einmal, wie viel da rein... Okay, der Mischstreuer ist schnell voll. Bist du Depp. So, wir werden den jetzt einfach da stehen lassen. Werden dann, welche Felder am Hof sind alle, oder wie? 24 habe ich fertig, bei 25 bin ich dran. Okay. Hast du das Feld zum Hof hinauf auch? Die 2? 23, ja. Okay, weil dann glaube ich, mache ich das da. Oder Feld, was sind 37? Das meist drauf, glaube ich. Achso, okay. Na, dann haue ich es wurscht, dann mache ich mal 24 oder sowas, fahre ich jetzt noch hinauf. So schaut er ja nicht schlecht aus, der Bergmann. Wir werden aber nur ein Feld damit machen, weil es ist einfach mühsam, wahrscheinlich mit 6,8 Tonnen da die kleinen Felder, halt überhaupt die Felder zu bewirtschaften. Es ist jetzt am sinnvollsten, dass man das, ja, mal die kleinen
Felder mal machen, oben beim Hof. Mit den einen, halt, ein Feld würde ich mit dem Mischstreu machen und dann würde ich schon wechseln auf den nächstgrößeren. Sozusagen im nächsten Bad. Wir werden jetzt in dem Bad, fahre ich jetzt noch hinauf zum Feld und dann ist schon wieder aus für heute. Habt ihr jetzt das Ganze schon Gerste oder sowas gedroschen? Na, oder? Ich bin noch bei 25 mit Weizen dran. Okay. Weil ich bin gerade überlegen, ob wir noch das Zeug verkaufen sollten, dass man sich ein bisschen Equip noch anschaffen sollen, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Was wir aber machen könnten, wäre vielleicht noch interessant, da wir jetzt ziemlich viel Equip haben für, oder das ganze Equip für die Silageballen, dass wir die vielleicht noch machen auch, jetzt in dem Durchgang. Halt sozusagen, dass wir nach dem Ernten oder sowas noch Green Gras machen und ein bisschen Silageballen wickeln. Das wäre noch eine Idee, die könnten wir auf jeden Fall machen. Das könntest du mir auch auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, weil das könnte sich ausgehen, dass wir das mitbekommen. Und wenn nicht, würde ich sagen, schaut einfach, was wir im nächsten Bad oder in den nächsten Bads machen. Irgendwann wird es sicher auch Silageballen hier geben. Bis dann, tschüss. Ja.